Dann rufe ich nun Top 51, den Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, Expertenanhörung zur Bedrohungslage von kommunalpolitischen Tätigen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und Verwaltungsmitarbeitern, Flüchtlingsorganisationen, Gewerkschaften und anderen Verbänden und Organisationen, gemeinsam mit Top 88, dem Dringlichen Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Schutz der Zivilgesellschaft hat in Hessen höchste Priorität auf. Und als erster Redner hat sich Herr Günther Rudolph von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Hessische Rundfunk hat eine Umfrage unter den 423 Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen und 21 Landräten gemacht. Wenn über 70% dieser Personen sagen, sie seien schon einmal bedroht oder beleidigt worden, stimmt etwas nicht in diesem Land. Und das ist ein Thema, finde ich, was wir heute ernsthaft diskutieren müssen und nicht anderen Unsinn, der hier teilweise erzählt wird. Ja, viele Kollegen sind kommunalpolitisch tätig. Immer mehr gibt es die Tendenz, unangenehme Entscheidungen, sei es die Erhöhung der Hundesteuer, sei es die Erhöhung der Grundsteuer, sei es die Beibehaltung von Straßenbeiträgen, zu beschließen, dann darf man sich von den Einwohnern aus der Gemeinde beleidigen lassen. Sie hätten alle keine Ahnung, würden noch Sitzungsgeld kassieren. Wer das hinnehmen muss, ehrenamtlich, und wir haben erst vor wenigen Tagen den Fall der Bürgermeisterin aus Arnsdorf in Sachsen gehabt, die erst in die Krankheit gemobbt und dann entnervt aufgegeben hat, der darf sich nicht wundern, wenn immer weniger Menschen sich bereit sind, Zivilgesellschaft sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Demokratie lebt vom Ehrenamt, und deswegen müssen wir ein klares Signal gegen Hetze, Bedrohung und Beschimpfung hier ausrichten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir haben natürlich strafrechtliche Möglichkeiten. Das ist die eine Geschichte. Wobei ich auch kritisch sagen will, das ein oder andere Urteil der Justiz habe ich null Verständnis. Ich erinnere an den Vorgang mit Frau Künast in Berlin. Da muss auch die Justiz so sensibel sein, zu reagieren, dass es Grenzen gibt. Die Meinungsfreiheit endet da, wo das Strafrecht beginnt oder wo Beleidigungen ausgesprochen werden. Die Verrohung der Sitten. Erst sind es Worten, dann folgen Taten, muss ein entschiedenes Signal für uns sein. Deswegen muss die Demokratie sich gegen diejenigen wehren, die andere verleumden, beleidigen, bedrohen. Wir haben ja Mordfälle, die eben auch genau aus diesen Gründen passiert sind. Erst die Worte, dann die Taten. Und dieser Entwicklung müssen wir entgegentreten. Was können wir tun? In unserem Antrag regen wir an, eine Anhörung durchzuführen, eine Expertenanhörung. Und in Ergänzung unseres Antrags, ich habe auch mit dem einen oder anderen Kollegen schon gesprochen, sind wir der Meinung, ja, der Innenausschuss ist natürlich mit zuständig, aber die Federführung sollte hier der Hauptausschuss haben. Wir sollten im Hauptausschuss dann über die Modalitäten einer Anhörung reden. In welchem Umfang wollen wir die ausgestalten? Wie? Warum? Weil wir wollen Experten dazu anhören. Und wenn wir am Schluss im Landtag eine gemeinsame Erklärung hinkriegen, dass diejenigen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, unsere Unterstützung brauchen, dass die Gesellschaft sagt, derjenige, der sich für andere engagiert, das sind dann neben den Kommunalpolitikern und Kommunalpolitikern. Übrigens erinnere ich daran, im Frühjahr 2021 haben wir Kommunalwahl. Und ich höre da aus allen Parteien die Sorge, dass sich immer weniger Frauen und Männer bereit finden, sich zu engagieren, weil eben die Gesellschaft auch das zum Teil nicht mehr anerkennt, weil blanke Hetze da ist, weil man nur noch die eigene Position in den Vordergrund stellt. Und gerade auf der kommunalen Ebene, das ist das Fundament unserer Demokratie. Und deswegen brauchen wir ein klares Signal, dass auch Menschen weiter bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren. Meine sehr verehrten Herr Rudolph, lassen Sie eine Zwischenfrage von Herrn Lindner zu? Nachher gerne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat es einmal so schön formuliert, die ehrenamtlich Tätigen, ich wandle es ein bisschen ab, dürfen nicht die Fußabtreter für die Frustrierten in diesem Lande sein. Ja, wir haben es ja, zunehmende Verrohung der Gewalt. Da werden Rettungssanitäter, Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit behindert. Wir hatten am Mittwoch die Diskussion, dass Schiedsrichter im Amateurbereich getreten, bedroht werden. Wir haben eine Verrohung. Wir haben eine Verrohung. Wissen Sie, von wem ist mir da relativ egal? Ich will, dass diejenigen mit Worten, wie Sie es teilweise sind, und Ihre Partei nicht die Stimmung ermöglichen, dass solche Leute sich dahinter dranhängen und eine Stimmung im Land verbreiten. Das wollen wir nicht.
erst den Brand legen und danach der Feuerwehr rufen. Das sind mir die Richtigen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das sind mir die richtigen Helden. Und deswegen finde ich, der Landtag ist der richtige Ort, als das höchste Parlament, als die Volksvertretung in Hessen ein Signal auszusenden, dass diejenigen, die sich ehrenamtlich auf allen Ebenen engagieren, unsere Unterstützung und Solidarität bekommen. Aber es muss sich auch etwas in den Köpfen ändern. Auch die Verrohung in den sozialen Netzwerken ist eine, die unerträglich ist. Ja, wir haben strafrechtliche Dinge verändert, aber auch Netzanbieter können Selbstverpflichtungen eingehen und sagen, wer im Netz sich auskotzt, Entschuldigung den Ausdruck, Frau Präsidentin, das muss geahndet werden, das muss unterbleiben. Wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion darüber, was in diesem Land akzeptiert wird oder nicht. Die Demokratie lebt vom Ehrenamt. Wir müssen das Ehrenamt schützen und nicht diejenigen, die dagegen hetzen. Vielen Dank. Als Nächster hat sich Herr Bauer von der CDU zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eine repräsentative Umfrage des Magazins Kommunal im Auftrag des ARD-Politmagazins Report München hat Mitte dieses Jahres herausgestellt, dass Hass, Beschimpfungen und Bedrohung für Lokalpolitiker und Verwaltungsfachkräfte an der Tagesordnung sind. Demnach sind in jeder 12. deutschen Stadt oder Gemeinde Politiker oder Beschäftigte der kommunalen Verwaltung körperlich angegriffen worden. Insgesamt stieg die Zahl der Attacken binnen 2 Jahre um 25%. Noch verbreiteter als tägliche Angriffe sind verbale Anfeindungen. Rund 40% aller Kommunen geben an, schon Hassmails und Beschimpfungen erhalten zu haben. Ähnlich bedrückende Zahlen hat Kollege von der SPD die Online-Umfrage des Hessischen Rundfunks, Herr Rudolph, schon erwähnt. Auch die jüngste Verbandsnachricht des Hessischen Landkreistages hat dargestellt, dass auch Kreismitarbeiter in Kreisverwaltungen zunehmender Gewalt ausgesetzt sind und dieses Thema thematisiert. Meine Damen und Herren, rund jeder 7. Kommunalpolitiker hat schon einmal mit dem Gedanken gespielt, sein Amt aufzugeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach dem Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke zum gemeinsamen Eintreten gegen Hass und Gewalt aufgerufen. Ich darf ihn zitieren. Wenn heute die Repräsentanten unserer Demokratie, allen voran die Ehrenamtlichen, wenn Bürgermeister und Kommunalpolitiker beschimpft, bedroht oder tätlich angegriffen werden, dann ist das ein Alarmzeichen für unsere Demokratie. Zitat Ende. Recht hat er, meine Damen und Herren. Wir können also nicht weiter zuschauen, wie die Sprache verroht, dass Menschen bedroht, beleidigt oder verleumdet werden. Denn es geht hier um etwas Grundsätzliches, meine Damen und Herren. Unsere Demokratie ist auf das Ehrenamt der Bürger angewiesen und darauf, dass sie, dieses Amt auch ohne Angst ausüben können. Es ist daher richtig und wichtig, dass unsere Gesellschaft sich gegen diese Angriffe zur Wehr setzt. Es muss verhindert werden, dass Menschen sich künftig scheuen, aus Angst vor bedrohlichen Situationen Verantwortung zu übernehmen. Was können wir also tun? Eine häufige Reaktion darauf, auf diese besorgniserregenden Entwicklungen, ist die Forderung nach mehr Anerkennung und Wertschätzung. Mancherorts hat die Polizei damit begonnen, Amtsträgern im Umgang mit Anfeindungen und Bedrohungen zu schulen. Das Innenministerium arbeitet derzeit daran, einen Flyer zu entwickeln, mit Hinweisen für Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern. In jedem Fall zu begrüßen ist es, die von der Bundesregierung ergriffenen Maßnahmen wie die Einführung einer Anzeigepflicht für Internetplattformen bei Hassbeiträgen. Gleiches gilt für die Pläne, Strafen bei Hetz und aggressiver Form der Beleidigung im Netz zu erhöhen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat schon früh Forderungen gestellt, den Strafbestand des Politikerstalkings einzuführen. Das hessische LKA hat die AG Hasspostings eingerichtet, eine wichtige Einrichtung. Und, meine Damen und Herren, ganz sicher, da bin ich mit Ihnen hoffentlich einer Meinung, brauchen wir eine stärkere gesellschaftliche Debatte über Anstand und Mindestanforderungen unseres Zusammenlebens. Es geht dabei aber nicht nur um kommunalpolitisch Tätige. Kollege Rudolph hat es ja erwähnt. Bei der Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes wurde deutlich gemacht, dass schon jeder 4. Beschäftigte des öffentlichen Dienstes schon einmal beschimpft, behindert oder angegriffen worden ist. Am häufigsten unsere Polizisten, 73%, aber auch Lehrer, Lokführer, Zugbegleiter, Mitarbeiter in Jobcentern sind betroffen. Da wird beleidigt, angeschrien, bespuckt und körperlich bedrängt. Einerseits nehmen die Gewaltdelikte in Deutschland insgesamt seit Jahren ab. Andererseits gibt es aber zunehmend Übergriffe auf Staatsdiener. Wie passt das zusammen? Gewalt am Arbeitsplatz ist mittlerweile für viele Mitarbeiter
auch an der Tagesordnung. Das gilt für Mitarbeiter in Notaufnahmen von Kliniken, bei der Steuerprüfung oder in Sozialverwaltungen. Seit Frühjahr 2019 sammelt die Landesärztekammer in Hessen Berichte ihrer Mitglieder mit einem Meldebogen für Gewalt gegen Ärzte. Meine Damen und Herren, das kann und darf so nicht weitergehen. Wir brauchen deshalb einen besseren Schutz, keine Frage. Wir brauchen auch mehr Schulungsangebote, damit Mitarbeiter sich besser auf unangenehme Situationen vorbereiten können. Sie müssen lernen, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, Deeskalation zu betreiben, und sie brauchen auch Verhaltensregeln für den Umgang im Ernstfall. Mitarbeiter benötigen einen Ansprechpartner, und sie müssen auch dann dafür Sorge getragen werden, dass diese Situationen, wenn sie denn eintreten, professionell aufgearbeitet werden. Hilfreich wäre auch ein Monitoring über Anzahl und Art der Angriffe. Wichtig ist auch eine Stärkung des Anzeigeverhaltens durch ermutigte Betroffene und sensibilisierte Vorgesetzte. Nach unserem Verständnis ist ein Angriff auf Amtsträger, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes und Rettungskräfte während ihres Dienstes zugleich auch ein Angriff auf die öffentliche Sicherheit und Ausdruck der Missachtung des staatlichen Gewaltmonopols. Und daher verdienen diese Menschen einen besonderen Schutz des Staates. Gleichzeitig bedarf es auch, und das hat Kollege Rudolph auch angedeutet, auch aufgrund des spezifischen Unrechtsgehaltes dieses Angriffs auf diese Repräsentanten, eine konsequente Strafverfolgung. Meine Damen und Herren, ich denke, wir sind uns alle einig, und ich komme zum Schluss, dass die Angriffe auf Angehörige von Berufen, die im Dienst der Gesellschaft stehen, auf das Schärfste zu verurteilen sind. Es muss ein Ruck durch die Gesellschaft gehen mit einer klaren Botschaft Nein zur Gewalt. Und wir Christdemokraten wollen uns gerne in einer konstruktiven Debatte über Auswirkungen, Strategien und Konzepte zur Verbesserung der Situation der Betroffenen eintreten. Ich freue mich darauf im zuständigen Ausschuss. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Für die AfD hat sich nun Herr Bolldorf zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich kann es Ihnen nicht ersparen, ich bin schon wieder da, und ich hoffe, dass jetzt genau zugehört wird, bevor hinterher wieder Dinge gesagt werden, die ich nicht gesagt habe. Ich will meinen Vortrag mit einem Zitat beginnen. Wir verurteilen Gewalt als Mittel der politischen Auseinandersetzung und lehnen darüber hinaus auch jegliche andere Form illegaler Gewaltausübung ab. Politisch motivierte Straftaten sind eine Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und machen es erforderlich, dass alle demokratischen Kräfte zusammenstehen, demokratische Grundwerte und die Meinungsfreiheit sowie Versammlungsfreiheit verteidigen und deutlich artikulieren, dass jeder, der politisch motivierte Gewalt von links oder rechts fördert, begünstigt oder verharmlost, den demokratischen Grundkonsens unseres Staates verlässt. Zitat Ende. Warum sage ich das? Der Kreistag des Landkreises Marburg-Biedenkopf hat dies gemeinsam mit allen anderen Kreistagsfraktionen, also einstimmig, als Resolution beschlossen, nachdem zwei Kreistagsabgeordnete Opfer politisch motivierter Gewalt geworden waren. Mit großer Besorgnis nimmt die AfD-Landtagsfraktion zur Kenntnis, dass die Gewalt gegen kommunalpolitisch Tätige, Bedienstete der Verwaltung sowie gesellschaftspolitisch Engagierte übermäßig stark zugenommen hat. Zerstörung von Büros oder Eigentum, Hassmails, Bedrohung oder Gewaltanwendung sind an der Tagesordnung. Das betrifft, meine Damen und Herren, Hass und Gewalt gegen Menschen, die sich in ihrer Gemeinde, Stadt oder ihrem Landkreis ehrenamtlich und oftmals sehr zeitintensiv um die Anliegen und Probleme ihrer Mitmenschen kümmern. Die AfD-Landtagsfraktion ist nicht bereit, dies zu akzeptieren und verurteilt ein solches Verhalten auf das Allerschärfste. Herr Bolldorf, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Gerne. Meine Damen und Herren, ich kann es selbst bestens beurteilen, da auch ich als langjähriger Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender im Kreistag Marburg-Biedenkopf ebenso wie mein dortiger Stellvertreter und seine Familie persönlich von politisch motivierter Gewalt
Bedrohungen und Sachbeschädigungen mehrfach betroffen waren. Stellvertretend spreche ich auch für viele AfD-Mitglieder, die sich auch kommunalpolitisch engagieren und deswegen sogar ebenfalls körperlicher Gewalt ausgesetzt waren. Wir alle stehen in der Verantwortung, uns klar und unmissverständlich zu positionieren. Nicht nur, es ist die Wahrheit, nicht nur, ja, Sie können jetzt Fernsehen gucken oder die Zeitung lesen, da sehen Sie es ja. Nicht nur, wenn es einen selbst trifft, sondern auch Gewalttaten gegen alle, ich betone alle, ohne Ansehen von Personen, Parteien und Religionen klar und unmissverständlich zu verurteilen. Das verpflichtet uns, meine Damen und Herren, im Rahmen unserer Möglichkeiten geeignete Maßnahmen zu ergreifen, derartige Aggressivitäten zu verhindern und die Gefährdeten wirkungsvoll zu schützen. Mir braucht auch keiner zu klatschen. Ich sage es trotzdem, und ich bin fest überzeugt, und das ist meine echte Meinung und die meiner Fraktion auch. Der Bundes- und die Landesgesetzgeber sind aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um solchen Gewaltexzessen dauerhaft einen Riegel vorzuschieben. Allerdings fehlt leider die Redezeit, um konkrete Maßnahmen aufzuzeigen. Aber Sie wissen sicher selbst, was man tun kann, um dieses Ziel zu erreichen. Abschließend bleibt für mich festzuhalten und auch für meine Fraktion, dass Angriffe auf den von mir zitierten Personenkreis, und der sich auch aus dem Antrag der SPD-Fraktion ergibt, bleibt festzuhalten, dass Angriffe auf diesen Personenkreis auch Angriffe auf uns alle, wie wir hier sitzen, und den Rechtsstaat sind. Sie sind zu verurteilen und mit aller Konsequenz unseres Rechtsstaates zu bekämpfen. Die AfD-Fraktion stimmt dem Entschließungsantrag der SPD-Fraktion zu. Er ist absolut zielführend. Ebenso und gerade auch die beantragte mündliche Anhörung zur Bedrohungssituation des angesprochenen Personenkreises sollte auf jeden Fall durchgeführt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die Freien Demokraten darf ich Herrn Müller ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Angriffe auf kommunale Mandatsträger, Mitarbeiter in den Verwaltungen und ehrenamtlich Tätige sind von hier vom Landtag aus aufs Schärfste zu verurteilen. Die Zahlen, die wir heute schon gehört haben, sind erschreckend. Ich glaube, sie sind auch belastbar, auch wenn es hier unterschiedliche Zahlen aus unterschiedlichen Ländern gibt. Es gab bereits eine entsprechende Anhörung im Land Bayern. Die haben sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt. Ich glaube aber, dass das uns nicht davon abhalten sollte, das selbst auch zu tun in Hessen. Weil Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken, ist genau der richtige Weg, um hier auch ein Gegenzeichen zu setzen. Meine Damen und Herren, die Bundesregierung ist ebenfalls auf Initiative allerdings des Bundesrates aktiv geworden, noch nicht, aber es sind Vorbereitungen im Laufen, um sich damit zu beschäftigen, dass man zumindest den § 188 entsprechend auch auf kommunale Mandatsträger erweitert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ausreicht, weil ich glaube, dass das Feld derjenigen, die betroffen sind, weitergeht. Wenn in der Stadt Taunusstein jeder Mitarbeiter einen Notfallknopf an seinem Arbeitsplatz hat, dann zeigt das, dass hier irgendwas verkehrt läuft, dass hier irgendwas fürchterlich verkehrt läuft. Wenn Journalisten, und die fehlen, glaube ich, noch, da können wir aber im Ausschuss gerne drüber reden, wenn Journalisten bedroht werden, dass sie ihre Meinung nicht mehr veröffentlichen, dann ist das verheerend. Das ist ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und da müssen wir seitens des Hessischen Landtags entgegensteuern. Sämtliche Beschimpfungen, Beleidigungen, Angriffe, egal welcher Art, die ehrenamtlich Tätigen in den kommunalen Parlamenten das Arbeiten schwer machen, sie davon abhalten, sich zu engagieren, dazu führen, dass jemand nicht mehr kandidiert, dazu führen, dass ein Landrat Pieper, mein Kinzigkreis, ist vielleicht schon eine Weile her, aber nicht wieder antreten will. Wenn Bürgermeister im Osten Deutschlands nicht mehr bereit sind zu kandidieren, aus ihrer Heimatgemeinde wegziehen müssen, weil sie bedroht werden, dann müssen wir unseren Rechtsstaat mit Nachdruck verteidigen. Meine Damen und Herren, es geht in der Tat um Meinungsfreiheit, es geht um die Freiheit des Einzelnen, der sich betätigt, und es geht um den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
und deswegen ist die Initiative zu begrüßen. Ich glaube, wir sollten uns im Ausschuss darüber austauschen, welche weiteren Gruppen unter Umständen einzubinden sind. Ich habe den Bereich der Journalisten schon genannt. Aber ich glaube, dass wir hier hoffentlich am Ende zu einer gemeinsamen Anhörung kommen werden. Wir begrüßen diese Initiative und werden sie weiter unterstützen. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen darf ich den parlamentarischen Geschäftsführer, Herrn Frömmrich, nach vorne bitten. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Frage so viel Einhelligkeit in diesem Parlament haben, weil es wirklich erschreckend ist, in welcher Art und Weise der politische Diskurs und die Auseinandersetzung in unserem Lande verroht und viele Auseinandersetzungen von Hass und Gewalt geprägt sind. Und da muss man einfach sagen, dass unsere Solidarität denen gelten muss, die sich für unsere Gesellschaft einsetzen, ehrenamtlich, hauptamtlich, als Politiker, als Krankenwagenfahrerin oder als Polizist. Sie verdienen die Solidarität dieser Gesellschaft, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es nimmt ja Ausmaße an, die wirklich sehr erschreckend sind. Wenn man sich manche Bilder anguckt, wenn man sieht, wie Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte bespuckt, bepöbelt werden, wenn man sieht, wie Rettungskräfte, die helfen wollen, die nichts anderes tun wollen, als anderen Menschen zu helfen, bedrängt, bedroht, bespuckt und beschimpft werden. Wenn man sieht, wie Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker in einer Art und Weise mit Mails oder mit Schreiben belästigt werden und verunglimpft werden, dann haben wir in dieser Gesellschaft ein Problem, und wir müssen uns dringend um die Lösung dieses Problems kümmern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deswegen ist es sinnvoll und richtig, dass die Kolleginnen und Kollegen der Sozialdemokratie hier den Impuls genommen haben und hier den Antrag vorgelegt haben. Ich glaube auch, dass es für uns alle wichtig ist, uns mit diesem Thema noch einmal inständig zu befassen. Ich weiß, dass es viele Maßnahmen gibt, die wir hier im Lande ergriffen haben, ob im Bereich der Prävention, ob im Bereich der Frage von Strafverfolgung, in der Frage von dem Nachgehen von Anzeigen haben wir viele Dinge, was Hasspostings und andere Dinge angeht, haben wir viele Dinge hier implementiert. Aber ich glaube, wir müssen uns mit diesem gesellschaftlichen Phänomen mehr beschäftigen. Wir müssen uns damit beschäftigen, warum verroht diese Gesellschaft so, und wir müssen uns damit beschäftigen, warum diese Grenzen permanent überschritten werden. Und deswegen ist es gut, dass wir uns im Ausschuss darüber unterhalten, wie wir einen Weg finden, uns mit diesem Themenkomplex hier in diesem Hause zu beschäftigen. Deswegen noch einmal herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will doch noch einen Satz zu dem sagen, was hier vorhin vorgetragen worden ist. Und Sie hätten vorhin hier die Möglichkeit gehabt, Herr Bolldorf, eine Frage zu klären, die Sie, wenn Sie mal ins Internet gucken und wenn Sie mal bei HR Online nachschauen, wie Sie diesen Satz verstehen und wie Sie zu diesem Satz stehen. Manche Menschen lernen nur durch Schmerz. Zu dieser Gruppe gehören meist Politiker. Zitat zu Ende. Das ist ein AfD-Ortsverband, der diesen Satz als Anzeige in einer Zeitung veröffentlicht hat. Und dann stellen Sie sich hier hin und tun so, als seien Sie diejenigen, die von Hass und Gewalt bedroht sind. Und das ist genau, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist genau das Muster, nach dem die Debatten mit Ihnen geführt werden. Sie sind diejenigen, die sich als Brandstifter betätigen und stellen sich dann hier vorne hin und gerieren sich als Opfer. So funktioniert das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie hätten alle Möglichkeiten gehabt, sich von diesem Satz zu distanzieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es wäre schon schön, Sie sind doch gerade gewählt worden als Vorsitzender. Warum?
hingestellt und haben gesagt, was Sie davon halten. Distanzieren Sie sich von solchen Aussagen. Ich will es noch einmal sagen. Manche Menschen lernen nur durch Schmerz. Zu dieser Gruppe gehören Politikerinnen oder Politiker, sagen Sie ja nur, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist das, was... Ich bitte um etwas mehr Ruhe im Plenarsaal. Hören Sie bitte dem Redner zu. Das ist das, was Sie veröffentlichen, und davon sollten Sie sich distanzieren. Und Sie sollten nicht so tun, als seien Sie die Opfer, sondern Sie sind die Brandstifter in diesen Fragen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Für die Fraktion DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir sind der SPD dankbar für diesen Antrag. Es ist wichtig, und es ist leider sozusagen eine Tatsache, dass die Diskussion über die Bedrohung von Politikerinnen und Politikern – und ich spreche jetzt hier von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen – in der Kommunalpolitik leider erst nach der Ermordung unseres Kollegen Dr. Walter Lübcke in die öffentliche Debatte gekommen ist. Denn das war der Anlass, über Bedrohung von Politikern und Politikern auch in der Öffentlichkeit eine Diskussion zu führen. Die Bedrohung, die es übrigens natürlich schon seit Jahr und Tag gibt, die aber sozusagen eine Dimension angenommen hat, die es wert macht, sozusagen, sie auch stärker zu betrachten und zu analysieren. So. Wir danken dem HR für seine Umfrage, die, wie gesagt, unter hauptamtlichen Politikerinnen und Politikern stattgefunden hat. Wir meinen aber, dass auch die Ehrenamtlichen und die Angriffe auf Ehrenamtlichen, die alltägliche sozusagen Abwertung kommunalpolitischen Engagements direkt in die Debatte mit einbezogen werden muss, wenn es um Anpöbelung auf der Straße geht oder ungerechtfertigte Auseinandersetzungen über einzelne kommunalpolitische Themen. Die SPD hat das Thema ausgehend von der Kommunalpolitik ausgedehnt. Hier wird von Flüchtlingsorganisationen, von Gewerkschaften, von Verbänden berechtigterweise gesprochen. Und damit wäre die Debatte notwendig, sozusagen als eine umfassende gesamtgesellschaftliche Diskussion über die Entwicklung oder die Verrohung dieser Gesellschaft. Ich bin mir da ein bisschen unsicher, was wir in einer Anhörung tun sollten oder auch leisten könnten. Deswegen bin ich froh darüber, wenn wir im Ausschuss noch einmal beraten können, ob es nicht zum Beispiel sinnvoll sein kann, dies aufzuteilen zunächst einmal, um, ich sag mal, mit Blick auch auf die Kommunalwahlen 21 den Aspekt der Kommunalpolitik, also haupt- und ehrenamtlicher Kommunalpolitik, im Vordergrund zu haben. Das wäre mir wichtig. Also, was sind das für Angriffe? Von wem und in welchen Situationen finden sie statt? Warum hat die gesamtgesellschaftliche Anerkennung von Politikerinnen und Politikern immer weiter abgenommen? Und in diesem Zusammenhang, das muss ich leider sagen an dieser Stelle, bin ich auch verwundert über den Abfangjäger der Koalition. Warum muss ein solcher Gegenantrag hier eingebracht werden? Ist das ein Automatismus, ein Reflex, oder steckt eine Abwehr der gesamten Diskussion womöglich dahinter? Beim Kollegen Frömmrich zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, sondern einen konstruktiven Beitrag, die Diskussion zu befördern. Aber Sie fordern keine Anhörung in Ihrem Antrag. Und wenn ich die Absätze 2 und 3 Ihres Antrages lese, das muss ich leider sagen, dann haben wir im Absatz 2 ein Eigenlob für die Vielzahl von Prävention, Schutz und Begleitmaßnahmen. Oder meiner Ansicht nach reicht auch in diesem Zusammenhang Ihr Hinweis auf eine AG Hasspostings im LKA oder Gefährdungslagenbewertung nicht aus. Und der Absatz 3, der irritiert mich jetzt noch mehr, weil er einen ganz anderen Blick sozusagen auf dieses Thema nimmt. Ja? Weil, also, da frage ich mich nur, reicht es aus, dieser gesamt,
sozusagen dieser Bedrohungssituation in der Gesellschaft als Lösung anzubieten, ein Engagement der Sicherheitsbehörden, eine restriktive Maßnahmen gegen Extremisten und deren konsequente Entwaffnung. Also an dieser Stelle würde ich sagen, das ist ja komplett am Thema vorbei, liebe Koalitionsfraktionen. Hier geht es doch sozusagen nicht um Extremisten, wenn Kommunalpolitikerin, ob haupt- oder ehrenamtlich, vielleicht auch in einzelnen Fällen, aber doch nicht sozusagen per se, wenn die angepöbelt, angegriffen oder auch bedroht werden. Also da reichen mir diese Lösungen viel zu wenig aus. Deswegen müssen wir darüber diskutieren, wie ist die Situation, was sind die richtigen Antworten. Ich fände es bedauerlich, wenn die Diskussion so verkürzt, wie im Koalitionsantrag sozusagen auf Extremismus und Extremisten beschränkt bliebe, weil das ist der Sache in keinster Weise dienlich. Deswegen sind wir froh, wenn wir im Ausschuss noch einmal darüber beraten können, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang und möglicherweise auch in welchen Teilschritten man eine entsprechende Anhörung über diese wichtige gesamtgesellschaftliche Frage vornehmen kann. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich nun Herrn Innenminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein paar wenige Anmerkungen noch zur Debatte von mir. Und zwar finde ich, wir können mit dieser Debatte oder haben mit dieser Debatte an der Sportdebatte, die wir vor zwei Tagen geführt haben, angeknüpft. Und ich finde, auch hier ist ein starkes Zeichen dieses Landtages ergangen. Gewalt muss immer geächtet sein, meine Damen und Herren. Das gilt im Sport, das gilt an vielen, vielen Stellen. Und bei der Frage, wie wir damit umgehen, sind ja hier ein paar Punkte schon angesprochen worden. Ich finde, das Wichtigste ist zunächst einmal die Haltung dieser Gesellschaft. Die gesellschaftliche Haltung zur Gewalt muss eindeutig sein, meine Damen und Herren. Kein Hass, keine Hetze, keine Beleidigung, kein Mobbing, keine Gewalt, ob online oder offline oder wo auch immer. Wenn wir uns diese Haltung in der Gesellschaft verinnerlichen, dann haben wir den ersten Schritt schon einmal getan, sie auch erfolgreich zu ächten, meine Damen und Herren. Und auch bei der Frage, wo und gegen wen? Kein Hass, keine Hetze, keine Beleidigung, kein Mobbing, keine Gewalt, nicht nur untereinander in der Gesellschaft, sondern natürlich auch gegen bestimmte Gruppen. Nicht gegen Schiedsrichter, so wie wir das am Mittwoch miteinander diskutiert haben, nicht gegen Amts- und Mandatsträger, nicht gegen Mitarbeiter von Verwaltungen. Ich will an der Stelle einmal daran erinnern, dass wir vor einigen Monaten eine Veranstaltung bei uns im Hause im Innenministerium hatten, wo es um das Thema Behandlung von Reichsbürgern und Selbstverwaltern ging, wie wir Verwaltungsmitarbeiter geschult haben im Umgang mit solchen Menschen, die in die Amtsstuben hineinkommen. Da ging es um ganz praktische Fragen, die unsere Polizei den Verwaltungsmitarbeitern mitgegeben haben. Lasst keine gefährlichen Gegenstände auf dem Tisch liegen. Wenn man sich solche Überlegungen schon machen muss, dann kann man schon sehen, wie weit es an der einen oder anderen Stelle schon gekommen ist. Meine Damen und Herren, keine Gewalt gegen freiwillige Feuerwehren, gegen Rettungskräfte, nicht gegen Polizisten, meine Damen und Herren. Das eint uns hier in diesem Landtag, und deswegen sage ich, es war und ist ein starkes Signal, was auch von dieser Debatte wieder in die Öffentlichkeit herausgeht. Und wie perfide ist es, wenn man sich dann diese Gruppe herausgreift, wo es um die Ehrenamtlichen in unserer Gesellschaft geht, die helfen wollen, wie der freiwillige Feuerwehrmann, wie der Katastrophenschützer oder wie der ehrenamtliche Kommunalpolitiker, ob er in der Stadtverordnetenversammlung, im Magistrat, im Gemeindevorstand oder der Gemeindevertretung sitzt. Und, meine Damen und Herren, ich finde, wir müssen deutlich machen, das tun wir mit der heutigen Debatte, dass wir uns gegen diese Verrohung in unserer Gesellschaft wenden. Ich möchte fast sagen, dass wir uns gegen diese Verrohung der Gesellschaft wirklich stemmen, meine Damen und Herren.
Und der Streit, der in mancher Kommune geführt wird, mit einer Unerbittlichkeit über die Frage von Gebühren und Steuern, von Straßen, von Bebauungsplänen, Asyl- und Flüchtlingspolitik. Aber wir haben in der Umfrage gelernt, das ist gar nicht der erste Punkt, sondern eben über diese anderen, mit welcher Unerbittlichkeit dort der Streit geführt wird. Das sind, meine Damen und Herren, so inakzeptable Respektlosigkeiten. Und man muss leider sagen, diese Respektlosigkeit führt an der einen oder anderen Stelle sogar noch weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns hier als Hessischer Landtag auch klar positionieren. An mancher Stelle mag es sein, Herr Kollege Müller, dass wir über die Frage von Strafrahmen und von solchen Dingen uns unterhalten müssen, dass das erhöht oder erweitert werden muss. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Teil. Aber ich bleibe dabei, am Ende, glaube ich, ist es am allerwichtigsten, mit welcher Haltung wir daran gehen. Weil wenn die Sicherheitsbehörden, wenn die Polizei dazukommt, dann ist ja eigentlich das Kind schon in den Brunnen gefallen. Auch wenn wir mit einer erhöhten Sensibilität auf, insbesondere auf die Bürgermeister, auf die Kommunalpolitiker zugehen. Aber wenn Sicherheitsbehörden bei dieser Frage ins Spiel kommen, wie wir untereinander oder wie wir miteinander umgehen, dann haben wir im Grunde genommen schon verloren. Deswegen ist der erste Schritt wichtig. Wir müssen eine gesellschaftliche Haltung wahren, in der Gewalt geächtet wird. Dann haben wir eine Chance, dass wir unsere Zivilgesellschaft insgesamt bestmöglich schützen. Vielen Dank.